Na gut, wir haben jetzt die Wahl zwischen einem nervigen Rätsel, das eigentlich gar nicht so nervig sein sollte, und dem wahrscheinlich sicheren Tod bei den drei Mönchen. Obwohl, wir haben Eisbomben. Okay. Sicherer Tod. Und wir können mal gucken, ob wir inzwischen irgendwas gefunden haben, was wir in die Nische reintun können. Bei der Eisentür. Oh, hier ging es gar nicht lang. Der Schalter war für den Zugang, richtig? Und den Helm nehme ich nur mal so mit, falls der vielleicht in die Nische kommen soll. Auch wenn das nicht unbedingt viel Sinn macht, aber ein Versuch ist es wert. Also darum. Darum. Stimmt, hier waren die ganzen offenen Türen und viel zu viele Türen überhaupt. So, hier haben wir eine Tür, die einfach keinen Zugang hat. Und hier haben wir die Tür, wo wir irgendwas in die Nische legen müssen. Da probieren wir doch mal die Axt aus. Einen heiligen Stein. Und der hat schon wieder Hunger. Mann, 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 Minotaure. Kannst auch was essen. Noch jemand? Nö. Was können wir noch da reinlegen, was wir hier auf der Etage gefunden haben? Nö, fällt mir jetzt so nichts ein. Ah, der rote Stein. Schön. Ein Langbogen. Also ein verdrehter Hornlangbogen. Schöne Sache. Schade, dass wir keine Fernkämpfe haben. Jedenfalls keinen richtigen. Nö, hier ist auch nichts mehr. Schön, aber hätten wir das mit der Tür auch schon mal geklärt. Der Stein kommt wieder mit. Das kann alles weg. Zack, 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 zack. So, und hier ist jetzt der Teleporter zurück, höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir schlafen erstmal. Und dann sollten wir gleich Eisbomben vorbereiten, denn da waren drei von den Mönchen auf einmal. Und das wäre ohne Vereisen schön garstig. Aber der Platz, wo sie gespawnt sind, also dieser große Raum, war ja recht freiläufig. Das heißt, wir können einfach einen einfrieren und schön backstabben. Und dann mal gucken, wie viel das bringt. So, eine Eisbombe. Inventar lassen wir offen wegen Heiltränken. Feuerzauber vorbereiten. Luftschild vorbereiten. Und komm schon, Blitz vorbereiten. Hallo, Mönch Nummer 1. Gib ihm. 63 Backstab. Naja, 60. Ist nicht so gut wie gedacht. Aber wenigstens schon mal einer tot. Dafür sind wir auch gleich tot. Das habe ich gesagt. Ich wollte eigentlich nur kurz zum blauen Kristall. So. Feuer. Das und du nimmst dein Schild wieder in die Hand. Die bringen wir jetzt ohne eine weitere Eisbombe um. Aber ja, das Schild. In den Kommentaren wurde geschrieben, jemand hatte gedacht, die wären unsterblich. Das wäre an sich auch nochmal ein cooles Konzept, dass du wirklich einen Gegner hast, den du gar nicht besiegen kannst und den du durchgehend weglaufen musst. Und er hat gerade einfach so die Tür aufgemacht. Das ist der falsche Zauber. Und wo ist der dritte Mönch? Der dritte Mönch ist einfach abgehauen. Und hier haben wir nur ein paar Bolzen. Ich habe irgendwie gehofft, dass hier noch ein Ersatz-Schnörkelschlüssel ist, aber leider, leider nicht. Irgendwas noch an den Wänden. Licht ausmachen können wir nicht wirklich, denn hier ist überall blaues Schummerlicht. Obwohl, wenn denn irgendwo rotes Schummerlicht rauskommt, wäre es auffällig. Aber tut's nicht. Und
Und hier auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt echt zu dem doofen Rätsel da oben. Außer wir finden raus, was es mit der Tür hier auf sich hat. Vielleicht unten rechts auf Ebene 9 irgendwo runterspringen? Hier so? Wäre das? Aber da ist nirgendwo eine Fallgrube eingezeichnet. Ne, da oben sind die einzigen Fallgruben, die für woanders sind. Schade. Hier nochmal Fackeln aus. Stockduster. Da geht's runter. Nö, hier ist nix. Ich will nicht das Rätsel da oben lösen. Aber gut. Das ist jetzt auch wieder 20 Minuten oder so her. Mit etwas Glück fällt mir was Neues ein und ich versuch's nicht schon wieder wie vorhin. Also, Fackel ist drin. Ah ja, wir könnten mal nebenbei in jede Fackelhalterung wieder eine Fackel reinstecken, nur für den Fall, dass das auch irgendwas macht. Fackelhalterung. Hier war bestimmt Krimskrams drin. Aber testweise tun wir einfach zwei Wurfmesser rein. Hier ist eine Eisentür, die total sinnlos ist. Ach nee, da könnten wir da runterspringen, da wieder hochlaufen und ja, nee. Noch irgendwo Halterung? Da waren wir schon. Hier kommen wir her. Ja, ich drücke mich um das Rätsel. Oder ich verlaufe mich einfach nochmal wieder. Jetzt aber hier rechts rum und gleich wieder rechts rum. Richtig? Richtig. Dann kommen wir hier zur Schnörkeltür, wo wir den Einschluss schon mal reintun können. Klick. Können wir das Schloss nicht knacken? Wir haben einen Dieb dabei. Der muss doch für was gut sein, außer immer zu überleben und keinen Schaden zu machen. Noch eine Fackelhalterung. Zack. Also runtergesprungen waren wir einmal taktisch da. Einmal taktisch da. Und da machte es, glaube ich, keinen Sinn, weil wir da irgendwo rauskommen. Da bei dem Schlüssel sind wir, glaube ich, auch schon mal runtergesprungen. Kamen wir da raus oder da. Je nachdem, welche von den beiden Gruben wir nehmen. Was ist mit der Grube? Kommen wir wahrscheinlich da raus. Und mit der dann ein Schräg runter und zwei runter kommen wir da raus. Ne, also mit den Gruben können wir nichts anfangen. So, so. Nicht da runterspringen. So. Bestandsaufnahme. Wir haben 5 Säulen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Schalter. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 2 Säulen, die nach rechts versetzt sind. Eine nach links versetzt. Eine nach rechts, eine nach links. Meine naheliegende Lösung war, wir müssen jetzt dieses Muster mit den Schaltern nachbilden. Also rechte Seite ist an, linke Seite ist aus. Also wäre das an, aus, an, aus. An, aus, an, aus. Ist es aber nicht. Das genaue Gegenteil haben wir auch schon ausprobiert. Also hat es nichts mit dem Muster direkt zu tun. Jedenfalls nicht in der Richtung, in der wir gearbeitet haben. Dann haben wir noch insgesamt 2 auf der einen Seite und 3 auf der anderen. Da war meine Idee gewesen, ich drücke jetzt 2 runter und 3 hoch. Hat aber auch nichts gemacht. Machen wir noch von der anderen Seite. 2 runter, 3 hoch, macht auch nichts. Das hat auch nichts damit zu tun, wie viele Säulen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind. Und so viel, wie ich da rumgeklickt habe, hätte ich eigentlich schon durch Zufall das rausfinden müssen.
Okay, es sind 5 Schalter, das heißt, theoretisch können die es wirklich durch Ausprobieren rausfinden, oder? Ich mache jetzt mal den und den. Nö, mache jetzt alles mal andersrum. Nö. Okay, alle wieder hoch. Es ist doof, dass wir gerade das Rätsel brauchen, um an die Schlüssel reinzukommen. Also jedenfalls nehme ich das mal an. Gucken wir kurz zum Schlüssel. Das ist so eine Halterung. Schlüssel war darum. Nicht da. Na nü. Wir haben den Schlüssel falsch eingetragen. Da ist kein Schlüssel. Da ist der Schlüssel, glaube ich. Die Druckplatte war für die Geheimtür, das ist okay. Und da ist der Schlüssel. Das heißt, irgendetwas wird diese Bodenplatte hier zumachen. Vermutlich das Schalterrätsel. Hatten wir schon alle Wände abgeguckt? Ich glaube nicht. Also die, die nah dran waren, schon, aber den Rest nicht. Die komischen Haken, noch mehr Haken. Könntest du mit den Türen zu tun haben? Vielleicht müssen wir alle Türen zumachen. Nee, das macht keinen Sinn. Es wird das Schalterrätsel sein. Aber was muss man da machen? Also, Torum hat gesagt, guckt sie euch genauer an, die Säulen. Das haben wir gemacht. Wir haben gesehen, sie stehen unterschiedlich. Das heißt, es muss etwas mit der Positionierung der Säulen zu tun haben. Nur was? Zwei links, zwei rechts, ein links, ein rechts, ein links. Ja, ich lehne mich gerade zurück auf meinem Stuhl und starr einfach nur auf dieses doofe Rätsel. Schalter, Säulen, richtige Kombination. Es kann nur so sein, wie ich es die ganze Zeit schon gemacht habe. Vielleicht habe ich einfach nur die Grube jedes Mal wieder zugemacht, weil ich danach rumprobiert habe. Also machen wir jetzt mal zwei links. So, so. War es jetzt richtig? Zwei oben. Einer unten, einer oben, einer unten. Gut. Jetzt gucken wir uns die Falltür an. Die hier ist. Die Falltür ist noch da. Und so nah, wie sie dran ist, hätten wir sie auch eigentlich hören müssen, wenn sie entknirscht hätte. Okay, machen wir es mal andersrum. Zack, 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 zack. Ich höre kein Knirschen, ich gehe trotzdem mal hin. Och, Menno. Warum habt ihr das Knirschen nicht reinprogrammiert, ihr Döven, Döven? Döden, Programmierer. Das war gemein. Also vor den Programmierern, nicht, dass ich sie Döf genannt habe. Was auch ein neues Wort wäre, glaube ich. Das wird man nie jemandem Döf sagen können. Aber schön. So oder so haben wir das Rätsel gelöst, auch wenn ich mich mal wieder Döf angestellt habe. Das hätte sein müssen. Warum sterbt ihr so schnell? Ja, okay, ihr seid Magier. Oh oh. Das bringt nichts, ihr könnt Türen aufmachen. Vielleicht sind deswegen so viele Türen auf dem Level, damit man sieht, dass sie Türen aufmachen können. Damit man noch mehr Schiss vor denen hat. So, wir laufen, 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 aber erstmal zurück zum nächsten blauen Kristall und drücken dann die zweite Schnörkeltür. Ach du. Die sind wohl nicht nur in dem einen Raum gespawnt. Nein. Dafür war die Druckplatte gar nicht.
Blauer Kristall. Blauer Kristall. Schöne Sache. Wo bist du? Da bist du. Ja, das sind alles Erfahrungspunkte. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der andere von hinten nicht auch noch dazu kommt. Doch, tut er. Dafür ist ein Kumpel tot. Mann, Mann, Mann. Also der Übergang von frustriert auf einem Rätsel starren und dann gegen Dutzende von Mönchen kämpfen, die Schutzschilde haben und die Gruppen mit ein, zwei Zaubern auslöschen können, ist schon krass. So, ein Level up. Ja, schön für dich. Ist der blaue Kristall wieder aufgeladen? Nö, natürlich nicht. Aber es ist ruhig. Ruhig ist gut. Machen wir kurz das Level up. Wir haben die Wahl zwischen Luftmagie, wo es dann ebenfalls bei 32 einen Schutz für alle plus 25 auf Luft gibt, was echt schick ist. Da kommen wir zwar jetzt nicht sofort ran, aber jetzt würden wir mit dem nächsten Level rankommen. Das heißt, wir haben drei Punkte über. Die können wir in Spellcraft setzen, damit er mehr Willenskraft bekommt. Und dann übernächstes Level schnelleres Zaubern. So, abspeichern, Cut. Dann geht's ans Mönche töten und schnörkelige Türen aufmachen. Das war LP0. Ach ja, falls ihr euch fragt, warum ich mich immer wieder vertippe hier. Ich sehe meine Tastatur nicht und ich kann nicht 100% blind tippen anscheinend. Und ich sehe die Tastatur nicht wegen dem doofen Mikro, das riesig groß ist. So, das hätten wir auch geklärt und wir sehen uns gleich wieder.